Moin Okay, Leute, das ist der herzlich Titel. willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal zusammen mit Kilian Berki. Hallo. Wir fahren heute, das wird eigentlich mehr so ein Testvideo eigentlich. Ich bin Williams. Ich auch. Und Kilian oh mein und Gott. ich, wir haben kein Auto ausgesucht und fahren jetzt in einem Williams. Also eigentlich so Und jetzt ziemlich kommt dem das schlechtesten Qualifying. Auto, das wir haben konnten. Okay, ich gehe jetzt raus. Da Auf ich das auch. Qualifying. Wir Oh machen Gott. Blitz-Qualifying und danach fahren wir ein 14-Runden-Rennen, glaube ich, war es. Ja. Ich bin gespannt. Ob dieses Video wirklich online kommt, wissen wir noch Und nicht. man muss dazu sagen, ich spiele mit Stick Drift, also ich habe ein Controller-Problem. Das macht es umso schwerer. Das wird lustig. Wir beide im schlechtesten Auto. Oh Gott. Bisschen weit rausgekommen. Meine Runde ist voll beschissen bis jetzt. Controller sagt nein. Ah, ich bin zu weit. Oh nee. Das wird ein paar Zehntel gekostet haben. Okay, das heißt schon mal ein Teammate besiegt, wie es aussieht. Das ist das Wichtigste im Williams. Trotz Controller-Probleme. Das wird ein spannendes Rennen. Ich glaube, wir werden einfach auf den letzten Plätzen starten. Sag mir so ein Gefühl. Ich hoffe auch, du hast die KI eingestellt. So, schau mal, welchen Platz beendet. Ihr habt Platz. Und? 16. Und ich? 14, 16. Ich weiß es nicht, ich sehe es noch nicht. Platz 16 auf Lenkrad. Siehst du das? Ja, bei mir stand. Ich hab's nicht gesehen, also ich konnte es nicht sehen. Und? Mal schauen. Oh, Platz 16 und 17. Oh, was? Alter, unsere Zeiten, oh mein Gott, identisch. Oh mein Gott, wie knapp. Aber, nein, nur mal so, das wir ist haben so knapp einen Alfa geschlagen. Romeo geschlagen. Wir haben einen Alfa Romeo Stimmt. geschlagen. Und einfach bei, ja okay, gut, die KI-Stufe beiden Haas. 90. Alter, wie KI-Stufe weit ist denn 90. Mazepin und Schumacher hinten? Junge, über Man eine muss dazu sagen, Sekunde hinter KI-Stufe mir. 90. KI-Stufe 90, ne? Das Darf ist man nicht betrügend. vergessen. Und wir sitzen im Wer kommen schlechtesten wir beide Auto, in die nein, im Punkte? zweitschlechtesten Auto. Ja, in die Punkte wäre ein fantastisches Ergebnis. Ich würde so Aber mal lachen, wenn schauen. wir uns gegenseitig raushauen. Okay, ich nehme einfach mal diese Strategie. Ah, warte, ich muss noch ein bisschen weniger Tank Ja, mitnehmen. So. gute Idee. Wir Oh können nee, ja wir die fahren Strategie. Bahrain in hellem Wetter. Ich bin mir das immer gewöhnt, im Dunkeln zu fahren. Das Und wird dann witzig. so. Da vorne rechts hüpft der Kilian. Ich bin im Der Mercedes, wie man übrigens sieht. seinen eigenen Kanal hat. Kilian Berki heißt der. Schaut da gern mal vorbei. Ich habe mit ihm auch schon ein paar Videos ein. Jetzt Ach kommt die stimmt, wir fahren zuerst noch Einführungsrunde. Einführungsrunde. Wie Einführungsrunde wir nicht beide schon vergessen. gefahren sind. Der Motor läuft gut, also Die konzentrieren sind so wir uns langsam. auf das Wir werden noch Aufladen der Reifen disqualifiziert. und Bremsen. Bist du neben mir? Du bist neben mir. Ich mache jetzt Psychospiel hin. Ey, ich warne dich. Es ist die Das ist das Safety erste Car. Mal, dass ich ein Auto von hinten spiele. Der Schol hat sich gerade gemutet. Ja, musste ich kurz. Wir erwarten heute ich hatte kurz Regen, Mikrofonprobleme. Das wird witzig, dieses Rennen. Ja. Das wird interessant. Ich werde wahrscheinlich das Rennen nicht beenden mit einem Stick Drift. Oh Aber nee, mal stimmt, schauen. und du startest genau vor mir. Oh nee, das wird witzig. Wenn du neben mir bist und ich krieg das Stick Drift Problem, reiße ich dich mit. Das Junge. wird interessant. Vor mir Wenn ihr mehr Raikön, sehen wie das wollt Bier. von unseren Videos, dann lasst doch gerne ein Like da. Über eine positive Wertung würde ich mich freuen. Die 5 Zuschauer, die er hat.
davon ist selber, Joby, seine Freundin wahrscheinlich und die Eltern. Nee, nicht mal meine Eltern. Die schauen. Stimmt, die sind. Ich glaube, die wissen nicht mal, dass ich einen Wabenkanal habe. Die schämen sich für das, deswegen. Ja, ja, ja. Alter, ich hätte gebremst, weil ich voll in dich rein. Ach nee, ich hab's Digga. Gesehen. Der Raikön macht dasselbe Spiel mit mir gerade. Was machen die? Oh, die wärmen die Reifen auf. Okay, okay. Nee, das ist nicht das Ziel von der Einführung, sondern sich die Reifen einzuwärmen. Hä, muss man selber? Ah, eben. Okay, los geht's, Alter. Im Williams. Och, nee. Ach, das wird witzig. 90er KI im Williams. Ziel sind die Punkte. Rechts Kilian, links ich. Übrigens, ich werde schon die Aufnahmen von meiner Perspektive auch zuschicken in 4K. Das heißt, ihr habt auf Schulz Kanal beide Varianten. Also beide Sichten. Das ist okay, perfekt. Jetzt geht's los. Okay, ganz vorsichtig. Die 5 roten Lichter löschen. Nichts riskieren. Nichts riskieren. Los. Also, ich habe einen sehr guten Start. An. Kommt direkt am Raikön vorbei. Oh mein Gott, so ist neben mir. Ich muss vorsichtig fahren. Nichts riskieren. Ich nichts muss bremsen. Oh, sagt er. Und, ich komme außenrum ein paar überholen. Vielleicht. Ich bin Platz 11. Ich bin Platz 12. Ich bin hinter Kilian. Was? Das ist illegal. Wie Senegal. Das denkt sich auch gerade wahrscheinlich Toto Wolf, der ganz vorne ist. Die Solo Stick Drift! Ja, oh, ich hab's gesehen. Alter, ich hoffe, du haust mich jetzt einfach nicht raus. Wir haben beide so einen geilen Start gehabt. Oh, Kilian rutscht hier feiner weg. Wollen wir es schon probieren? Nee, wir warten noch. Ich überhole da nicht mein Teammate. Oh, ich hätte mich fast gedreht. Und jetzt habe ich ein Problem. Ocon kommt. Aber den werde ich hinter mir lassen können. Ja, Ocon bleibt noch hinter mir. Greift an! Und ist vorbei. Da hinten geht es zur Sache. Und da hinten kommt noch irgendwer. Ich sehe es gerade nicht. Ich kann gerade nicht schauen. Ich glaube, es war ein Ferrari. Ja, sein Ich hatte wieder ein Stick-Drift-Problem. Aber wir schaffen das. Ich bin der bessere Fahrer. Ich bin der Nummer 1 Fahrer. Ich muss irgendwie schauen, dass ich schwarze, das schwarze Ding auf dem Kopf. Glaube ich. Okay, ich kann mich gut auf dem 11. Platz halten. Bin ganz knapp hinter Gasly aktuell. Ich hole Ocon gerade ein bisschen ein. Ich greife noch nicht an. Also 11. Platz für Williams wäre schon gut. Auf 90 ja, wäre lecker, aber es wäre ein Platz und du hättest die Punkte. Ich muss irgendwie schauen, dass ich wieder an Ocon vorbeikomme. Gelbe Flagge. Gelbe irgendwo. Flagge. Grüne Flagge. Und schon wieder grün, okay. Stick Drift. Kilian hatte Stick Drift, ich hab's genau gesehen. Vettel ist ausgeschieden und Kilian berührt mit Ocon und Scholl nutzt. Und ich nutze natürlich diese ganze Sache aus. Während Kilian sogar im Hintersein gefallen ist. Er hat totale Probleme mit dem Auto. Stick Drift ist am Start. Leider keine Chance hier was zu machen. Ich muss da irgendwie schauen, dass ich an Ocon vorbeikomme. Ich muss schauen, dass ich den Anschluss behalte. Aus meiner Sicht könnt ihr dann sehen, den Stick Drift, was genau passiert ist. Aber ich sage euch, das ist schlimm. Sehr schlimm. Bin einfach gerade ausgefahren. Ohne Grund. Obwohl ich eingelenkt habe. Ich versuche immer mehr Ocon reinzuholen. Ich fahre jetzt noch hinter Sainz. Und ich versuche gerade ein bisschen aggressiv zu fahren, dass ich mit Ocon mithalten kann, dass ich gleich dann DRS Die Frage habe. Ist Scholl auf Mediums oder sind alle auf Softs? Alle auf Softs. Also ich versuche es jetzt gegen Ocon. Wird es schon reichen? Ich setze außen an. Ocon verteidigt den. Ah, es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Aber ich habe jetzt DRS. Ja, ich habe jetzt DRS. Ich habe auch DRS von Sainz, aber er wird das schon auch reichen? Wird das schon reichen? Ich versuch's. Ich bin neben ihm. Berührung, aber ich bin vorbei. Ocon hat, glaube ich, schon Flügelschaden. Ich weiß nicht. Nee, hat er das nicht. Das wäre gut für mich. Hat er nicht.
Oh, Ocon hält Sainz auf. Das ist gut, ich komme wieder ran. Ich kann mich noch nicht so richtig absetzen, das könnte jetzt gefährlich werden, dadurch ich kein DRS habe. Aber nun habe ich Kilians Platz eingenommen auf Platz 11. Jetzt mit dem muss ERS ich ein bisschen muss man ERS schauen, benutzen, dass das nicht ausgeht. Genau. Nicht so eine einfache Sache. Also für uns wird sicher auch eine Strategiephase kommen. Also das ist gerade ein Viererkampf. Ich kann mich jetzt leicht absetzen. Ich bin an Sainz dran. Ich bin an Sainz dran und kann vorbei mit Stick Drift. Das ist geil. Kilian also wieder auf Platz 13. Wir sind nicht mehr weit entfernt. Oh, ich bin da ein bisschen neben der Strecke gekommen. Aber ich glaube, Ocon hat jetzt kein DRS. Sainz hat DRS. Ich habe auch, aber er hat natürlich einen Ferrari. Ich verteidige das heißt, schon mal hin, weil er hat DRS. Ich habe schon mal in verteidigt gegen Ocon erfolgreich. Aber jetzt wird's ganz eng. Ocon wird da jetzt alles geben. Ich benutze ERS. Ocon kommt von außen. Ich bin wieder an Sainz vorbei. Ich bleibe noch vor Ocon. Das ist ganz wichtig. Und ich bin jetzt hinter Ocon. Das ist ein Kampf um den 11., 12., 13. Platz. Und 14. Ja, nee, 14 ist scheißegal. Aber man muss auch schauen mit dem ERS. Ich bin da schon ziemlich am Limit. Ja, ich auch. Ich habe noch 16%. 19. Ich muss natürlich versuchen, den Anschluss zu Ocon zu halten. Selbst mit Stick Drift ist das nicht so einfach. Was heißt mit Stick Drift? Also Gasly zieht mir vor davon 3,7 Sekunden. Ich denke, den 10. werde ich nicht mehr holen. Er kann langsam zu Ocon aufschließen. Was natürlich ich auch nicht gut für mich ist, weil Ocon nur noch 7/10 auf Ocon, das gefällt mir nicht. Okay, 9/10. Aber das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich benutze erst jetzt hier. Komm näher zu, Joel! Habe aber leider kein ERS mehr. Ocon greift an! Aber er lässt es doch noch bleiben. Nochmal gerade so gut abgefangen. Ich und benutze er geht DRS vorbei, oder? Nee, nee, noch nicht. Er ist neben mir. Oh, zu zweit in die und Kurve. Und ich kann es schaffen. Ich hab's geschafft. Ich glaube es wird knapp. Er ist noch dran. Er ist noch dran. Ocon ist noch dran. Ocon konnte noch nicht vorbei. Und Kilian ist auch wieder dran am Feld. Hier ist also noch nichts gegessen. Sainz hängt immer noch hinten dran, also der nee, im schnelleren der hat schon Wagen einen größeren Abstand, tatsächlich. Okay, im Rückspiel sitzt ein bisschen so aus, als wäre er hinter dir. Aber jetzt werde ich gleich das nächste Problem haben. Wieder DRS für Esteban Ocon. Ich verteidige und wieder er geht vorbei, oder? Ich bremse spät. Zu zweit in die Kurve. Ocon schlittert. Und er ist vorbei. Er ist nicht vorbei. Er ist wieder vorbei. Und ich hab Stick Drift! Probleme gegen den Ferrari! Fast! Fast! Und Ocon ist an mir vorbei. Kilian Bergi hängt jetzt hinter Sainz. Ocon immer noch vor mir. Aber ich hab jetzt DRS. Ich werde jetzt diese Möglichkeit haben. Ich täusche innen an. Versuche es außen. Sainz kommt auch nah. Sainz könnte alles. Ich setze an. Und ich bin vorbei und hab noch DRS. Aber Ocon versucht's trotzdem. Obwohl der kein DRS hat. Was ist das denn? Sainz auch wieder dran am Feld. Wow, was für ein Battle. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,3 Sekunden. Huiuiui. Ocon wird jetzt die Chance und Fehler haben von Joel. Okay, Ocon das konnte es auch teuer nicht zu aus stehen kommen. Jetzt also hat er ich habe jetzt DRS. Drei Autos hintereinander und ich habe kein DRS. Aber ich habe 20% ERS.
Das gibt Ocon greift an. Fight. Ocon kommt. Berührung. Aber wir sind immer noch nebeneinander. Sainz kommt auch. Das wird jetzt ein Dreikampf. Und ich bleib vorne. Ich bleib gerade so noch vorne. Du meine Güte. Ocon lässt hier aber auch nicht los. Und ich hänge immer noch hinter Sainz. Aber wir verlieren nicht mal Zeit auf Gasly. 3,6 Sekunden auf Pierre Gasly. Wir haben sogar ein bisschen eingeholt. Die ersten gehen an die Box. Sainz geht an die Box. Ocon kommt. Und er hat ihn. Noch nicht. Ocon hat DRS. Wieder Stick Drift Problem. Ich bin neben ihm. Oh, Scholl hat kein DRS mehr, blinkt. Oh, und sie geht zu zweit in die Kurve. Das hätte ganz gefährlich ausgehen können. Das könnte die Chance für mich sein, aber das wird's leider nicht. Aber jetzt sind alle drei nah beieinander. Warum bin ich eigentlich immer der Vorderste? Kilian geht in diese Runde an die Box. Warum gehst du die Runde? Warum gehst du diese Runde? Das wurde angekündigt, das wurde schon so mit dem Team vereinbart. Ja, nee, was denkst du bei mir? Ja, ich gehe an die Box. Stick Drift. Ich habe Stick Drift. Ja, lass mir vorbei, ich habe Probleme. Ich gehe an die Box. Joel, let's kill. Ich werde an die Box gehen. Championship. Ich gehe an die Box. Hier have Stick Drift mit with the Lane Crit. Wie wird's auf Englisch? Lane Crit. Ich gehe an Ocon vorbei, ohne dass es will. Ocon scheint Probleme zu haben. Wir gehen jetzt an die Box zu zweit. Mal schauen, wie das rauskommt. Das wird ein Doppelboxenstopp. Ich geh einfach wirklich an die Box. Oh nee. Und damit wird unser ganzes Rennen zerstört. Besser gesagt, das von Kilian. Los geht's. Muss an der Boxenausfahrt auf Renntempo sein. Los, los, los. Kommst du schon wieder raus? Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für so viel Zeit habe ich nicht verloren. Und andere sind auf Fahrt gegangen. Aber Sainz ist jetzt hinter mir. Aber da ist er Fahrt. Während ich auf dem Mediums bin, das könnte vielleicht mein Vorteil sein. Ja, kommt da nicht noch so richtig ran. Williams gegen Ferrari. Würde man im neuen Jahr gar nicht mehr sehen. In 22. Das ja auch bald erscheinen soll. Ich bin an Stroll dran. Ich habe wieder 30% DRS. Das ist natürlich sehr gut. Sein sollte mich hier eigentlich noch nicht kriegen mit seinem 14. Ich muss mich wohl mit dem Platz 15 setzen zufrieden geben. Ja, das ist sehr enttäuschend. Und das nur, weil Joel nicht auf das Team gehört hat. Bei mir wurde es auch übrigens so abgesprochen, Runde 7. Ihr habt ja alle gesehen, als ich es eingestellt habe. Jeder wusste... Kieran hat mit dem Fahrzeug zu kämpfen und trotzdem geht er egoistisch an den Box. Für Leute mit Sprachfehlern kann ich keine Rücksicht nehmen in diesem Game. Wobei, Raikön ist noch an der Box, du könntest Raikön noch holen. Dann wärst du wieder auf Platz 14. 15. Ja, 15. Ganz enttäuschend. Während ich 4 Sekunden Abstand auf Gasly habe. Kilian hat ja die bessere Pace, das hat man ja schon im Qualifying gesehen. Doch scheint wegen mit dem Auto nicht wegen klar ein zu kommen. Paar Hundertstel. Wegen einem paar Hundertstel. Man darf nicht vergessen, Kilians Lenkrad ist nicht richtig eingestellt. Das kann auch noch viel beeinflussen. Wie man gesehen hat in der vierten Kurve. Ja, ja. Jetzt versucht er sich wieder an Stroll ranzukämpfen.
Aber der Top Speed reicht nicht aus von Williams gegen den echten Martin, immer noch was ziemlich traurig ist. Ich bin immer noch vor Carlos Sainz, der aber auf Harten ist. Ich hoffe eigentlich, dass Ocon da mal ein bisschen näher rankommt. Sieht aber immer nicht so aus. Die Frage ist, was würde passieren, wenn Schul einen Fehler macht und Kilian die einzige Hoffnung von Williams bleibt, mit dem Problem, die er hat am Lenkrad. Keine gute Aussichten für das Williams-Team. Wenn ich das richtig sehe, ist Schul in den Punkten, oder sieht das falsch aus? Nee, ist ja, leider also nicht in den Punkten. Aber Sainz kommt eine jetzt. Position fehlt ihm. Kieran hat das DRS aus Schul, könnte ihn angreifen, wartet aber noch auf die zweite DRS gerade. Kluge Entscheidung. Die folgt gleich nach der zweiten Kurve. Gut Exit. Aber auch guter Exit von Stroll, der versucht hier alles rauszuholen. Sainz kommt jetzt! Wollte sich neben mir setzen, aber es hat ihm noch nicht gereicht. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Kilian ist definitiv schneller als Stroll im Aston Martin. Das ist Peine für Stroll. Oh, ich wäre fast weggerutscht. Wie wir gerade gehört haben am Boxenfunk, Stroll hat auch Probleme mit seinen Reifen. Das ist die Chance für Kieran, hier auf den langen Geraden zu überholen mit der AS. Wird er es packen? Das sehen Sie nach der Werbung. Wenn wir genau gleich denken, geil. Kieran greift an, schafft er es? Nee, es reicht noch nicht ganz. Aber Kieran hat deutlich die bessere Pace, steckt hinter dem Aston Martin fest. Während Joel Andika vorne auf Platz 11 fährt. Kilian könnte es jetzt schon versuchen, aber er wartet auf die DRS gerade. Startziel. Carlos Nach 5 Sainz. Runden. Carlos Sainz knapp in DRS. Kilian gibt jetzt alles aus. Er gibt das Ganze jetzt aus. Kommt mit DRS ran. Reicht es für ein Überholmanöver? Das wird eng. Stroll versucht zu verteidigen. Sainz kann Stroll noch es nicht schaffen. Vorbei. Er ist neben ihm, bremst später. Stroll Crash. Hat die Kurve nicht richtig bekommen. Kieran ist outside und hat ihn. Carlos Sainz Was ist auch für ein nicht klasse an mir Manöver von dem 7-fachen Weltchampion. Stroll kämpft mit seinen Reifen, hat schon wieder fast das Auto verloren. Und Kieran findet langsam seine Pace, kommt langsam an Ocon ran. Wird er das die letzten 3-4 Runden noch packen? Ah, das sieht nicht so aus. Ich habe 20% muss verteidigen gegen Carlos Sainz, der jetzt näher kommt mit DRS. Aber es reicht ihm da noch nicht. Stroll hat jetzt DRS, kommt aber nicht dran. Das ist erbärmlich. Ich hätte mich fast gedreht. Wie wir gerade hören, Kilian, sein Teammate, hat sie fast gedreht. Das ist genau das Szenario, was wir vorhin Gang gesprochen haben. Nur noch 6 Zehntel. Ich habe gerade 3 Zehntel verloren auf Carlos Sainz. Das ist natürlich jetzt ganz bitter. Jetzt wird's die Eigentlich Chance ist das Ziel da nicht die Ferraris. Eigentlich ist das Ziel 15 und 16 dazu werden, aber die beiden Top-Fahrer holen immer das Beste aus dem Auto raus. Das ist unglaublich. Carlos Sainz Selbst jetzt Problem neben ist Kilian auf Platz vorbei. 14 mit einem Williams. Und schon unfassbar, was sie aus dem Auto holen. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Er kommt da noch nicht vorbei. Und da gerade alles so still und schön ist, sehen wir uns gleich nach der Werbung wieder. Carlos Sainz jetzt vielleicht mit dem Versuch. Versucht's jetzt schon innen. Oh, und ich werde nach außen gedrängt. Kann mich aber gerade so noch behaupten. Aber Carlos Sainz hat jetzt RS. Die letzten 2 Runden, an. Die werden spannend. Bei Kilian geht es um nichts. Der hat den 14. Platz auf sicher. Doch da vorne geht's
Richtig zur Sache. Ein Ferrari Ricardo und Gasly Williams. Kämpfen weiter vorne auch noch so ein bisschen. Ah ne, Alonso und Ricardo. Das wird jetzt ganz witzig. 15. Stroll ist erstmal aus dem DS-Fenster. Und er ist wieder drin. Wow. So, jetzt vielleicht die Möglichkeit für Carlos Sainz an uns vorbeizukommen. Ich verbrauche mein letztes ERS, das ich noch habe. Die zweitletzte Runde. Und das reicht noch nicht für Sainz. Hier werde ich kein ERS verwenden. Weil ihm das sowieso nicht reichen wird, diese 13. Wie wir gerade hören beim Boxenfunk, Kilian beschwert sich über das Lenkrad, ist falsch eingestellt, lenkt automatisch von selber. Das ist natürlich nicht so gut. Stroll ist jetzt wieder dran. Wenn man DAS eingebaut hat. Mercedes 2019 be like. Ich kann jetzt schön gerade ein bisschen ERS sparen. Aber Kian, sein Helm sieht unfassbar geil aus. Wie wir gerade sehen hier aus der Helmkamera. Mein Helm sieht immer noch beschissen aus. Hier sehen wir auch das Porpoising. Das ist sehr stark ausgeprägt bei dem Williams. Das mindert die Geschwindigkeit natürlich auf der Geraden. Da kommt Stroll immer sehr nah ran. Im Aston Martin haben zwar beide den Mercedes-Motor, aber irgendwie scheint der Aston Martin auf den Geraden schneller zu sein. Carlos jetzt geht's in die letzte Runde. Kann Kilian den 14. Platz sichern oder verliert er noch die Position gegen Stroll im Aston Martin? Carlos Sainz, jetzt deutlich schneller auf dieser Gerade. Ich verbrauche all mein ERS und trotzdem setzt er ihn an. Ich werde spät bremsen. Ich gebe jetzt natürlich diesen Platz nicht her. Ich werde jetzt mit allem kämpfen, was ich habe. 10% ERS. Ich verteidige innen Carlos Sainz neben mir. Schon vorbei, aber ich kann mich bilden. Stroll, gib nochmal alles. Ganz ERS, was er angespart hat. Stroll schafft es nicht, an vorbeizukommen. Aber es gibt noch eine Gerade. Aber Kilian wird sich nicht geschlagen geben. Stroll und Kilian, das sind die ehrgeizigsten Männer, die man kennt in der Formel 1. Die lassen sich das nicht nehmen, diese Position, die sie jetzt gerade haben. Das ist schon mal klar. Wenn Stroll vorbei will, dann nur mit der Brechstange. Platz 11 ist mein oberstes Priorität in diesem Rennen. Und das sieht gut aus. Carlos Sainz kommt hier nicht mehr vorbei wahrscheinlich. Stroll kommt nicht dran. Stroll kommt nicht dran. Das sieht gut aus. Wenn jetzt Kilian keine Probleme mit dem Lenkrad bekommt. Lewis Hamilton gewinnt dieses Rennen mit der schnellsten Runde noch. Während Joel Andiker hier kämpft um Platz 11 und Kilian um Platz 14. Das wird nochmal ganz heiß. Nochmal die letzte Kurve mitnehmen. Und Joel Anliker holt sich diesen verdienten 11. Platz, während Kilian Bergi wird 14. Starke Leistung trotz diesen technischen Problemen.